Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cataclysm Dark Days Ahead. Wir, unsere liebe Ed, haben einen leichten Schnupfen. Eher uncool. Und daher würde ich jetzt mal sagen, wir nehmen wieder auch unsere entsprechende Medizin. Wir nehmen jetzt in dem Fall das Drowsy Making Sirup Zeugs. Und legen uns jetzt auch mal schlafen, obwohl wir jetzt früher dran sind. Und in der Hoffnung, dass wir auch in der Nacht wenigstens ausschlafen können, ohne dass uns der Husten wieder weckt. Und dass der Husten auch relativ bald aufhört. Weil wir sind eigentlich dabei, unsere Rüstung zu erstellen. Wir haben immer noch die Common Cold. Das ist eher uncool. Wir haben aber nicht... Sind aber nicht vor Husten aufgewacht, sondern eher vor Hunger und Durst. Können wir auch gleich beides beheben. Ich würde sagen, wir legen uns noch ein bisschen hin für den Fall, dass es noch hilft. You can't sleep. Can't sleep. Can't sleep. Aber jetzt sehen wir wenigstens was. Und es schneit draußen. Super geil. Hoffentlich sind unsere Pflanzen jetzt also nicht ganz davon nachteilig beeinflusst. Aber naja, egal. Gut. Haben unseren Rice. Der ist immer noch fresh. Gut. Dann würde ich einmal sagen, wir versuchen die Rüstung, die wir jetzt schon seit einer ganzen Weile zu bauen, versuchen auch tatsächlich fertig zu bauen. Das heißt, wir brauchen jetzt einfach mal ein bisschen Fred. Das heißt, wir verarbeiten... Ja, was machen wir nun? Verarbeiten wir jetzt einfach mal... Ja... Machen wir 6 Stück. Da sind wir eine Zeit lang beschäftigt, weil das sind jetzt jedes Mal, wenn wir... Das heißt, wir können einmal den Knieschoner versauen. Und haben dann immer noch die Möglichkeit, einen neuen zu machen. Haben damit aber einen Haufen Fred wieder verloren. Also ich bin mittlerweile tatsächlich verführt, in die alten Wohnungen hineinzugehen und dort halt eben die ganzen Vorhänge abzuziehen. In der Hoffnung, dass wir halt eben damit genug Sheets und Longstrings und den ganzen Kram haben, weil wir brauchen es doch mittlerweile relativ oft. So, das heißt, wir gehen jetzt mal wieder kurz raus. Du hast eigentlich was. Ich tu mal... den Charcoal Smoker hier mal ein bisschen umplatzieren und platziere jetzt mal den ganzen Shit, der da steht, ein bisschen weiter nach oben, damit ich unter Dach stehe, wie es ursprünglich geplant war. Wir sind tired, hungry, very thirsty. Wir sind anscheinend auch schon ein ganzes Stück, eine ganze Zeit lang da am Bergeln. Es ist 14 Uhr, 10, 14.10 Uhr, 14.15 Uhr. Ja. Wir sind ja schon eine Zeit lang dran beschäftigt gewesen. Gut, wir gehen jetzt erstmal gegen den Durst was an. Dann können wir nämlich gleich was tun. So, hier Rice. Gegen den Müdigkeit können wir jetzt noch nicht angehen, weil das brauchen wir noch. Wir brauchen noch ein bisschen Wachzeit. Ich weiß, wir sind krank, aber muss sein. Gut, Leather. Iron Cleavers, warum geht das nicht? Ah genau, ich habe es ja noch nicht zu Longstrings verarbeitet. Hey. F, Long, String. Machen wir gleich ein paar mehr dazu. 2. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Pipe Launcher, 40 mm. Klingt schon mal nicht schlecht, aber erstmal nicht das, was wir wollen. Iron Cleavers. 4 Long Strings, nicht 2. Okay. Rechnung vertan. Wir legen das mal da her. Und wir gehen doch ein bisschen scavengen. Weil das ist mir jetzt zu blöd, die ganze Zeit die Longstrings da auch dann zu kramischen. Wo ist mein Einkaufswagen? Ah, da, mein Bett. Ich dachte jetzt gerade. Gut. Ich habe jetzt für einen kurzen Moment einen Herzinfarkt gehabt und habe mir gedacht, what the fuck, wo ist mein Zeugchen? Leg das mal dahin. Wir gehen jetzt mal in einen der Häuser, die schon tatsächlich halbwegs sicher sind. Und holen wir uns die ganzen Curtains. Das ist mir jetzt ein bisschen zu blöd, muss ich ehrlich sein. Gut, ein halbwegs sicheres Haus. Wir haben eine Fire Axe als Ausrüstung. Okay, das lassen wir jetzt mal so dastehen, wie es da steht. Aber halt, stopp. Hammer Time. Heavy Stickers, die Sheets Guns, Glass Shards eher nicht.
Aber der Longstring. Dann hier ist wieder ein Sheet. Zwei Sheets und ein Longstring. Die nehmen wir auch mit. Wie sieht's mit Zombies aus? Hier sind Zombies. Ein Fett-Zombie und ein Tough-Zombie. Ja, natürlich beides jetzt nicht mehr besonders pralle. Wobei nur der... Ich glaube, nur der Fett-Zombie hat tatsächlich ein Interesse an uns. Okay. Ja, der Tough-Zombie schon. Ah. Gut, wir wechseln mal auf unsere Tag 9. Store and Inventory. Gehen den mal entgegen. Machen denselben Trick wie immer. Weil jeder Move kostet ihm halt Zeit. Die wir durchaus brauchen können. Und so ein Schuss ist deutlich schneller als so ein Zombie. Wir könnten eigentlich auch die Klamotten von dem dann wieder verarbeiten. Weil schließlich brauchen wir auch die. Der kann ein bisschen näher kommen. Gut. Ist er gut hit mit 32 Schaden? Schön, 20 Schaden. Ah. Das Submachine Gun increased to 2. Das ist sehr schön. Gut, hier. Sehr schön, sehr schön. Was hat der dabei? Oh! Er hat eine Waffe dabei. Überraschend. Okay, eine M1911. Ja, ist eigentlich nicht so schlecht, aber eigentlich nicht das, was ich wollte. Aber gut, wir verbutschen das Ganze mal. Cut all up you can. 7 Rags, Leather Patches. Haufen Zeug, was wir durchaus gebrauchen können. Dann würde ich sagen mal all und hier das Vehicle. Ne, hier. Ne, all, jo. Plump Zombie Fats können wir brauchen. Designated Area is full. Glaube ich nicht. Das ist doch fast nichts, was da drin ist. Guck dir das mal an. Kann nicht schon diesen paar Sheets schon wieder voll sein. Oder doch? Nö. Vom Volumen her kann das nicht sein. Ah, das sind Corps. Er hat die Corps nicht mitgemacht. Okay, ich hab doch gedacht, er kann auf everything. Ich hab doch gesagt, du sollst alles batschen. Warum er das jetzt nicht getan hat, ist mir jetzt nicht ganz klar. Aber gut, das lassen wir jetzt mal so da stehen. Tainted Meat, Tainted Bone. Das heißt nicht, dass ich will. Tainted Fat, genau. Das kann man nämlich zu Talg und so einen ganzen Kram umbasteln. Dann haben wir weniger Probleme. Gut. Das hier ist ein Table. Das hier ist ein Sofa. Ich würde mal sagen, wir datschen mal die ganzen... Ist ein Sheets hier? Der ganze Sheet hier. Heavy Stick, Sheet, 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 Sheet. Nee. Fool. Longstring, Longstring auf jeden Fall. Gut, dann nehmen wir das jetzt selber mit. Unseren eigenen Inventar. Was haben wir hier noch? Glassbow Fork, Glass. Mhm. Kann man die auch noch irgendwie anders? Tear down the curtains. Peek through the curtains. Ne, wir tearen die down. Tear down. Tear down. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal alles nach wie vor in unseren Ding hier rein zu stopfen. Scheint aber nicht möglich zu sein. Jetzt können wir nur noch die Sheets. The Sheets. Neidor. Das heißt also hier ein Sheet. Nein, ich kann nicht mehr tragen. Zifix. Dieser Sheet tatsächlich so viel. Ja, ist tatsächlich viel. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Sheets dabei. Können wir für später verwenden. Wir haben auch ein paar Longstrings mit. Was mir jetzt auch nicht ganz so stört. It's a little chilly. We are tired. Kann ich mir gut vorstellen, meine Liebe. Ja, wir lassen es da mal stehen. Gehen jetzt was trinken. Wir sind durstig. Wir essen auch ein bisschen was vom Reis, der schon seit Ewigkeiten in unserem Inventar schimmelt. Seit ein paar Tagen, genau zu sein. Und erstmal gucken wir mal, wie viel Longstrings haben wir eigentlich gerettet. Longstring 7. Gut, damit kann man was anfangen. Dann gehen wir wieder auf Armor. Und zwar Lax Iron Glaivers. Dann nehmen wir Scrap Metal. Hoffen, dass wir es diesmal hinkriegen.
But you don't waste any materials. Dann probieren wir es gleich nochmal. Ah, you craft a pair of greaves from the memory. There is no room. Okay, dann lässt das halt einfach fallen. Das ist ein Lex. Warum zeigt er es mir als Handschuhe an? Irgendwie seltsam. Gut, we wear. Ganzen. Wir sind ein bisschen encumbered um die Beine. Das ist jetzt auch nicht wirklich das Problem. Wir brauchen wieder einen Hustensaft und nehmen wieder den Drowsy, weil wir sind sowieso schon spät mittlerweile. Und wenn wir eh dead tired sind, dann ist das auch nicht das Problem. Dann schlafen wir halt einfach bis morgen wieder durch. Sehr schön. Meine Gute, schlaf dich aus, kurier dich aus. Ich glaube, ich sollte noch ein paar Vitamine. Ah, snowing, ihr seht es jetzt auch da. You woke up. Es ist noch ein bisschen früh, findest du nicht? Aber gut, wir sind durstig, das kann ich gut verstehen. In der Nacht wegen Durst aufwachen. Ist ein uncooles Gefühl. Gut, wir sind auf jeden Fall wieder gesättigt und gefüttert. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen husten sagen. Ne, wir nehmen jetzt Vitamine. Vitamins. Wie sieht's mit unserer Common Cold aus? Ja, gut, die geht. Geht. Gucken wir mal auf unsere Legs. Mhm. Ja, unsere Legs sind doch ein bisschen arg benachteiligt, stimmt schon. Was können wir ausziehen? Eigentlich die Jeans. Encumbrance 8. Ja, die Jeans wäre eigentlich ein ganz nettes Ding, wenn wir sie ausziehen würden, aber 5. Horse Coat ist ein Coat, Army Pants. Jeans und Army Pants nehmen sich gar nichts. Sheet. Warum trage ich ein Sheet? Okay. It's very bulky. Aber es ist null Encumbrance. Coverage 5%. Okay, es führt doch. Nee, das können wir nicht ausziehen. Das ist zu gut. Encumbrance 1. Nee, wir ziehen mal die Jeans aus. Glaube ich zumindest, halte ich für eine gute Idee. Ich hoffe, das wird dann nicht zu kalt. So. Jeans, wo haben wir sie denn stehen? Ah, da Sheet, Horse. Jeans, damals her. Oh, die ist. Oh, die ist im Gegensatz zu der Army X. Ja gut, die Army Pants, die können wir noch refitten. Ich hätte doch gesagt, du sollst. Ausziehen. So. Hose aus. Jetzt sind wir nicht mehr ganz so encumbered um die Beine. Können wir wieder besser stehen. Tatsächlich. Unsere Beine sind deutlich im besseren Zustand. Der Torso ist ein bisschen arg überladen. Da können wir noch ein bisschen was machen. Mouth and Arms. Mal gucken, unsere Arms. Ja, da ist tatsächlich ein bisschen was. Das ist so der Army Jacket. The Raincoat. Has Pockets. Has Pockets. Long Underwear Top. Cumbrance 1. Also die Arm Guards ziehe ich nicht aus, weil dafür haben wir sie ja gerade gemacht. Encumbrance 15 sind zwar recht viel. Ich muss der Horse Code aus. Gut, wir ziehen auch den Horse Code noch mit aus. Wir müssen uns jetzt mal entscheiden, wie wir das am intelligentesten machen. Haben wir jetzt zwar auf ein paar sozusagen Taschen drauf verzichtet, aber muss ja mal sein. Ich hoffe ja inständig noch, dass wir irgendeine andere Rüstungsmethode noch machen können. Vielleicht für. Ja. Hände sind jetzt nicht ganz so das Problem. Es sind eigentlich immer meistens Arme und Beine gewesen, die unsere Extremitäten ein Problem hatten. Torso ist in der Regel eigentlich nie so wirklich das Problem gewesen. Naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Gut, dann würde ich mal sagen. Wir dösen noch ein bisschen bis morgen früh. So, hier. Komm schon.